Sandy-Rolpe. Und meiner Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zu unserem neuesten Projekt. Und zwar Luigi's Mansion 3. Ja, ganz neu erschienen. Erst am 31. Oktober. Pünktlich zu Halloween ist Luigi's Mansion 3 erschienen. Der lang ersehnte dritte Teil. Und irgendwie sieht das von sonnig aus. Ja, ja, weil wir haben uns ganz spontan für Luigi's Mansion 3 entschieden, weil wir haben wieder Probleme gehabt. Ja, läuft doch nie was schief. Wieder nochmal Partners in Time. Ja, wir wollten erst Mario und Luigi Partners in Time spielen. Haben wir nicht gemacht. Deswegen haben wir Donkey Kong Country gemacht. Dann wollten wir Super Mario Bros. 2 zusammen spielen. Hat nicht geklappt. Deswegen spielen wir jetzt Luigi's Mansion 3. Was kann da schon schief gehen? Ich bin ja froh, dass ich irgendwie mit einem Ersatz gekommen bin. Ja, weil ich hätte jetzt auch keine Idee gehabt. Ja gut, okay, ich würde mal sagen, wollen wir mal anfangen? Ja. Fangen wir mal an. Ja, okay. Das Spiel geht zu zweit, das ist ja schon mal gut, ne? Ich weiß nicht, ob ich da, ne? Mein Ding. Gehen wir mal da oben. Ja, Story. Ja. Alles klar. Dann fangen wir doch direkt mal mit einem neuen Spiel an. Ja. Alles klar. Luigi's Mansion. Da müsste ich doch gut drin sein, oder? Ich weiß nicht. Hast du schon mal Luigi's Mansion gespielt? Nee. Ja, dann sehe ich große Probleme bei dir. Oh, ach, das ist nicht mein Jump'n'Run-Spiel. Du müsstest dich da auch nicht wissen. Ja. Na da. Njong. Oh, shit. Oh mein Gott, ein Toadfett-Bus. Das ist das Ende der Welt. Der baut doch bestimmt irgendwie einen Unfall. Hast du gesehen, wie der wieder fast das Schild gerammt hat? Die Prinzessin. Ich hab keine Ahnung. Ich bin nicht ihr eigenes Flugschiff. Oder auch ja, wie auf Super Mario Sunshine. Guck mal da ist Luigi. Ah, stimmt. Dieser Hund gehört, kam aus Luigi's Mansion 2. Okay. Ja? Ich hab schon gewohnt, brauchen wir nicht mehr schreien. Oh. So, irgendwie so. Er hat Luigi im zweiten Teil halt manchmal echt das Leben zur Hölle gemacht. Ich sehe der Hund aus, ich verstehe es. So. Ja, er hat so eine gewisse Ähnlichkeit. Er ist verstorben, oh Gott. Ich weiß genau, was hier passiert. Er ist gestorben. Oh mein Gott, hast du gesehen? Er hat das Tor gerammt. Ja. Ist dir mal aufgefallen, dass Peach voll viele Klamotten mit hat und Luigi nur einen einzigen Koffer? Ja. Hey, ich meine, er hat sein Hündchen dabei. Oh. Wow. Alles meins. Oder? So, Luigi's Mansion, ne? Gut. Sieht doch schon mal schön aus. Das sieht wirklich schön aus. Überhaupt nicht gut. Nee. Oh. Oh. Bin da aber noch. Ja. Oh yeah. Dieser Hund. Seht euch das an. Okay. Dann fang an. Okay. Du kannst dich ja umsehen, mit X kannst du interagieren. Hallo? Luigi, wo willst du denn hin? Lass uns an der Rezeption einstecken. Hab ich erstmal meinen. Okay. Was geht, mein Blüder? Yummy! Hey, Bro. Laut, oh! Doggy! Hey, Bro. Hey, Bro. Hey, Luigi, was geht?
das geht. Was ist denn, was ist das denn für ein Blick? Sehe ich da etwa Beunruhigung? Keine Sorge, unser Personal wird alles dafür tun, um euch einen denkwürdigen Aufenthalt zu ermöglichen. Also hätte er irgendwie eine Waffe oder so in der Hand. Meinst du? Nein. Das habe ich auch gemacht, als ich da Fuck, jetzt ist er tot. Aber was sagst du denn von der Grafik dieses Spiels? Das sieht schön aus. Ja. Und jetzt sieh dir das mal an. Ob Prinzessin Peach das ganze Zeug wirklich braucht, das sie gepackt hat? Ah, Luigi! Was ist los? Oh. Ah, oh nein! Oh, Trottel. Mein Kopf steckt fest, ich komme nicht raus! So. Nehmen wir Marien in der Mitte, ne? Ja, in der Mitte sollen wir reden. Ja. Was geht? Deine Maske auf? Hm, ihr habt noch gar nicht eingecheckt, oder? Dann begebt euch bitte zur Rezeption dort. Ist das eine Entwicklung von den Shy Guys irgendwie? Sieht aus, als hätten die irgendwie so Masken auf. Ja. Oh, Tee. Seid die Füße hochzulegen und zu entspannen. Da will ich euch eine Kostprobe aus unserer reichhaltigen Auswahl an Getränken anbieten. Ich nehme ein deutsches Getränk. Was wäre denn vielleicht für dich ein deutsches Getränk? Pfand. Was hab ich denn gedacht? Ich jetzt sagen, ne? Das war ich nicht. Das war ich nicht. Das war der Hund. Ich hab die Ballons dann gehört. Entschuldigung, wegen der Unannehmlichkeiten, aber der Aufzug ist vorübergehend aus Betrieb. Das Problem sollte aber bald gelöst sein. Alles klar. Genau, im Moment spiele ich noch allein, aber das wird sich, glaube ich, noch ändern, ne? Ja. Das ist klar. Und die Überraschung verdorben. Nun, wie gefällt euch dieses wunderbare Hotel? Wir sind sehr stolz darauf, unsere Gäste mit Prunk und Luxus verwöhnen zu können. Moment mal, schwebt der gerade? Ja, der hat auch keine Füße, glaube ich. Doch, Füße hatte er, aber er schwebte. Okay. Das war ziemlich seltsam. Was hier so ein Glänz? Okay. Das ist wahrscheinlich das Licht. Okay, ich habe mit einem geredet, dann gehen wir mal in die Mitte rein. Hast du mit Peach schon geredet? Ich habe mit Peach schon geredet. Was geht? Was geht? Hi! Oh. Dieses Hotel ist riesig, Luigi. Und auch so wunderschön eingerichtet. Es ist ein Riesenglück, dass wir einen Aufenthalt hier gewonnen haben. Moment mal, gewonnen? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich habe die Story im ersten Teil oder so. So ähnlich. Kommt der her. Herzlich willkommen im Bui-Hotel. Seid ihr bereit zum Einchecken? Kein Problem, es eilt hier nicht. Seht euch ruhig zunächst hier unten ein wenig um, wenn ihr wollt. Du hast auf Nein gedrückt. Ja, auf Nein, was? Ja, du hast gerade auf Nein gedrückt. Herzlich willkommen! Seid ihr jetzt bereit einzuchecken? Ah, boah, dachte ich auch. Thank you. Da hab ich schon umgeschaut, Mann. Suma, Tevitara. Willkommen im Bui-Hotel. Ja, ist mein Name ist Sarah Schreck. Ich bin Inhaberin dieses Hotels. Nano Sanga Shu. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Mein Gott, diese Frisur. Sie ist wunderschön, ne? Ja. Gehen wir doch erstmal ins Zimmer. Gehen hören und sehen vergehen. Mabel, gehen wir. Warten! Let's go! Hi! Ups! Okay. Ah. Ja, das ist so alles in Ordnung, ne? Ja. Friedlich. Sonnenschein. Sonnenschein. So, wir sind auf der 5. Etage. Cool. Überhaupt kein Verlust. Nee. Oh, yeah. Was machst du? Diese Frisur, sie ist wunderschön. Sind wir von Mario, Luigi und Peach sind auf dieser Seite.
für die Toten haben wir auf der Seite gegenüber das Ziel mal eingerichtet. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Ich würde vor zu sagen, dass es absolut unvergesslich sein wird. Oh, Entschuldigung. Ich stelle mir einfach nur so vor, wie die drei Toten irgendwie in so einer voll engen Kabine oder so eingepackt werden, so ein Sklavenaufenthalt. Bye. Bye. Night-night. 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 Ja. Der bloß nicht mal angekommen werden oder so. Das ist meine Aufenthalt und so. Boah, alles im Gold. Boah, ist das schön, ne? Das glänzt. Warum glänzt das? Warum glänzt das so sehr? Es glänzt so sehr. Okay. Badezimmer. Oh Gott. Mach ich nie wieder. Aber warte, du hast einen Hundi. Okay. Ja. Ich muss sagen, davon, da will ich jetzt nicht so animiert sehen. Na gut. Dann wollen wir nicht. Nehmen wir an, ich muss mich aufs Ohr legen oder irgendwie sowas. Das ist gut. Doch, Gott! Das ist Pac-Man! Oh, wie kennen die überall Geschenke? What? Ja, wie so viele Geschenke? Ich meine, ich mag Geschenke. Magst du auch Geschenke? Ja. Alles klar. Wuff! Wie wär's mit Ausruhen? Ja. Ja. Ah, da hab ich dann alles eingepackt. Das ist eine gute Frage. Und natürlich noch ein paar Sachen zum Wechseln. Ja, exakt gleich. Na gut. Dann werden wir erstmal schlafen. Ein bisschen 50 Shades of Grey lesen. Oh ja. Wie kann man so schnell einschlafen? Das ist genau wie wenn ich versuche ein Buch zu lesen. Würdest du auch direkt einschlafen? Direkt ins Koma fallen, ja. Okay, das war ein schönes Spiel. Das ist angenehm und dann passiert es nicht. Hallo? Was war denn das schon wieder? Mann, ey. Hallo? Jetzt sieht ja hier alles ganz anders aus. Ah. Warum? Wieso? Wie ist denn das passiert? Da war vorhin noch Pac-Man. Ja, vor allen Dingen, da war gerade noch alles so hell. Ja. Aus dem Weg, Stuhl. Stuhl. Da war wieder. Warum? Oh nein, die Ballons. Nicht die Ballons. Die sehen so gruselig aus. Das Wegrennen. Warte, war das gerade eine Ratte? Weiß ich nicht. Hallo? Oh Gott. Okay. Okay, ich geh wieder. Ne. Ich geh wieder, ne? Ich geh wieder, tschüss. Ja, ich war so. Okay, ich geh nach Hause, tschüss. Mario und den anderen, denen wird schon gut gehen. Ich geh dann mal. Nach Hause und eine Pause. Nach Hause und eine Pause. Das ist eine merkwürdige Tapete. Ja. Das ist aber merkwürdig. Dreck. Oh nein. Oh nein, meine Mütze. Oh nein, nicht die Mütze. Das ist nur nicht die Mütze. Die ist wichtig. Ihr könnt meine Hosen haben, wenn ihr wollt. Aber nicht die Mütze. Oh, das ist gruselig, ne? Na, ich hab das Gefühl, ich müsste... Da! Ich hab das Gefühl, ich müsste das Spiel irgendwie lauter stellen, damit ich... Oh Gott, mich echt... Oh, okay, ich kann sogar... Ja, du kannst dich umschauen mit dem rechten Stick. Ey, kannst du mal meinen Kopf in Ruhe lassen? Mario, mein Bruder, ich will dir ja keinen Stress machen, aber ich hab grad richtig Schiss. Mario? Das
ist. Ich glaube, das sind seine Slip. Ja. Könnten aber auch jeden gehören, also ich bin mir jetzt nicht so sicher. Das ist nur mein Bruder, also. Hey! Lebst du noch? Ah. Ich glaube, du musst wirklich das Spiel ein bisschen lauter machen. Ja. Wird auch erschreckt werden. Das wird wahrscheinlich ein bisschen echoen. Mhm. Aber scheiß drauf. Das ist halt ein Horrorspiel, ne? Ich weiß nicht, ob man das wirklich als Horrorspiel bezeichnen würde. Oh Gott. Wenn wir Horrorspiele spielen sollen, dann sollten wir Five Nights at Freddy spielen. Ja. Oh, siehst du? Kommst du jetzt bei alles Zimmer? Nein! Ich bin bei alles Zimmer. Der ist bestimmt darin, denen geht's gut. Okay, ich gehe anschauen. Hier geht doch bestimmt gut, oder? Ja. So. Irgendein dieser Statue macht doch irgendwas. Sie hat das schon auch. Peach? Hallo? Ach Mann. Frau ist auch nicht da. Vielleicht wie Papierflieger. Wie Papierflieger. Bist du hier drin? Nein. Das ist eine Münze. Oh, Münze, geil. Money. Oh, oh Krähen. Oh, geh weg, Stuhl! Okay. Alles klar, die Todsekunde ist nicht, also. Nehmen wir an, den anderen beiden geht's gut, ich kann einfach gehen, ne? Hm? Oh, da passiert was. Ich geh da mal. Ich will da nicht hin. Oh nein! Sieh sie dir an. Hey, mit dem schönen Haar. Ah, VIP. Ich war gerade auf dem Weg zu dir. Mit dem Schirm ist alles in Ordnung. Die Einrichtung ist der letzte Schrei, nicht wahr? Verstehst du es? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel es mir bedeutet, dass du die Einladung angenommen hast. Da liegt die Frage auf der Hand, warum das wohl so ist. Ganz einfach. Es gibt da jemanden, den die Familie. Er inspiriert mich zu meinen besten Ideen, wie zum Beispiel dich hier einzuladen. Ich bin ein riesiger Fan von ihm, deshalb freut es mich ungemein, ihm jemanden vorstellen zu dürfen. Luigi. Dich, ganz genau, Luigi. Dich und niemand anderes. Hoffentlich bist du bereit. Oh Gott. Überraschung, Luigi. Ich bin es, König Buhu. Dieser alte Kauz hatte mich ja in seinem Labor eingesperrt. Aber wie du siehst, konnte ich entkommen. Die Hotelinhaberin wollte mich schrecklich gern treffen und hat mir geholfen. Hurra! Ich hätte nicht gedacht, dass du wirklich hier auftauchst, aber ich bin darauf vorbereitet. Mein Rachefeldzug steht kurz vor dem Abschluss. Was für ein Rachefeldzug? Nun ja, die Frage lag nah. Das erkläre ich gern. Ich banne deine Urlaubsbegleiter und dich in Bilder. Ach, Luigi, es wird schon bald alles vorbei sein. Zeit für ein Wiedersehen mit der Familie. Buh! Oh. Oh, no! Hi. Wie gefällt dir das? Absolut umwerfend. Gib's zu! Ach, und das hier ist auch schon vorbereitet. Habe ich extra für dich reserviert. Halt still, Luigi, und setz dein verschrecktes Gesicht auf. Das Spiel ist aus. Oh nein. Nein, 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 okay, da habe ich zum Beispiel mal gehen, das wäre ich. Oh, ich weiß, wo ich hingehen muss. Okay, da nicht. Nein, alles klar. Wo musst du hin? Guck hier rein, ne? Ja. Oh
schon, ja. Da rein oder da rein? Da rein oder da rein? Okay. Sieht doch jetzt ein bisschen anders aus. Ja? Das ist das wahre Hotel. Wieder wahrscheinlich genau im Titelbildschirm aus. Ja. Ja, okay. Luigi's Mansion 3. Wir haben uns ausgetrickst, Mann. Übrigens, ich sag's jetzt mal für alle, ne, er hat ein Bad Ending verpasst. Was? Wieso? Naja, sagen wir mal so. Ach, hätte ich mich fangen lassen sollen? Richtig. Ja, okay. Du hättest dich fangen lassen können. Okay. Aber egal. Können wir ja später nachholen. Okay. Ich hab mir in die Hosen gemacht. Ich hab keine Taschenlampe mehr. Doch, hast du. So, jetzt geht das Spiel auch wirklich los. Du hast da oben links eine Lebensanzeige. Okay. Ja, wenn sie auf Null fällt, bist du... Naja, wie soll man sagen? Ja. Game over. Aber ich hab Geld. Ja, unten links siehst du dein Geld. Okay. Gruselig. Seitwärts laufen, so wie er aussieht. Ja. Hallo? Hallo? Jemand da? Geld. Ihr müsst wissen, Daniro mag Geld. Ja. Er liebt es. Er möchte es haben. Na. Das ist ein Edelstein. Gib her. Da kommen sie noch nicht ran. Oh Mann. Oh, du blöder Kunde, hör auf, mich die ganze Zeit zu erschrecken. Dann geht das ganze Spiel lang. Bist du etwa schreckhaft? Nö, ich kann nicht. Ist klar. Okay. Freunde und Familie sind in Bildern verwandelt worden. Nein, was machen wir denn jetzt? Hast du gesehen? Oh, er ist da verschwunden. Vielleicht solltest du ihm folgen. Aber erstmal Geld. Mehr noch mehr. Ey, eine Münze ist besser als gar keine Münze. Okay. Ja, guck mal. Sabine Resident Evil. Ja, so ähnlich, ne? Ja. Ah, hatte. Da, oh, Geldscheine. Geld. Oder kann man sowas einsammeln? Ja, natürlich. Ich dachte, wäre nur zur Schau irgendwie. Nein. Du kannst hier Münzen, Geldscheine, Goldbarren und Perlen einsammeln. Oh, da hätte ich schon Goldbarren. Gold. Geld. Hast du Geld eingesammelt? Boah, ich bin nur eine Minute hier, bin schon stinkereich, ey. Aha. Ah. Naja, klar, dass du so schnell nicht abhauen kannst. Wenn ich es könnte, dann würde ich es tun. Würdest du einfach so deine Freunde und Familie zurücklassen? Ja. Sogar deinen eigenen Bruder? Ja. Ganz besonders, mein Bruder. Was? Ey. Aber wir haben doch schon einige Spiele gemacht, da ist noch genug Abenteuer für ein Leben. Okay. Ich sag mal, sollte dann noch keine Sitz niemand kommen. Scheine. Also. Kann ich einsammeln. Das ist schön, ne? Wow. Da geh ich nicht hin. Oh Mann. Kannst du mal damit auf der Luble oder kann sein? Ich stecke noch eine ganze Fackel. Oh. Oh, guck dir das an.
Ho, ho, ho. Oh yeah. Oh, jetzt kann der Spaß richtig losgehen. Oh yeah. Yeah. Jetzt habe ich einen Staubsauger schrägstrich. Kann schon ab mit Dingen. Ja. Halte A gedrückt. Und jetzt lass los. Ich kann meinen Hund töten? Mach es normal. Was für dir? Wuff! Hast du dir alles merken können? Ja. Gut. So, jetzt hast du den Schreck weg. Jetzt kannst du anfangen, Sachen zu machen. Oh, okay. Komm her, du Ratte. Okay. Du kannst auch Ratten mit deinem Lichtblitz töten. Ah ja, und beeil dich. Sobald du Geld nicht eingesammelt hast, verschwindest du nach einer kurzen Zeit. Versuch mal, die Ratten zu blenden. Da Bescheid, ne, wenn irgendwie eine Ratte oder so kommt, ne? Immer schön blenden. Ja. Blenden. Einfach erstmal jeden Müll hier einsammeln. Ja. Natürlich kannst du auch die Ratten einsaugen. Ja, in deinem Staubsauger. Ja, warum? Alles meins. Wenn hier schon da. Ja, mit dem Geld. Seht euch diesen Gierigen. Du sollst Ratten nicht berühren. Da machen die mehr Schaden. Die machen dir Schaden. Nein, aber wahrscheinlich. Ich meine, nur 5 Schaden machen sie dir. Dann geh weg. Geh weg! Geh weg, Unhold! Okay. Oh. Da sieht er schon wieder das Geld. Das ist das erste, was ich sehe. Das erste Mal, was er sieht, ist Geld. Oh, Goldbarren. Oh. Oh, wie viel Geld ich ja schon habe, ey. Das ist doch gar nichts. Du wirst doch zu viel mehr Geld kommen. What? Ich hätte auch gerne so einen Geldbaum. Wie in die Sims. Oder wie in Animal Crossing. Da gibt's auch Geld. Da kann man auch Geldbäume machen, aber frag mich nicht, wie man das macht. Oh, vielleicht was ist ja jemand in den Kommentaren. Okay. Da ist Geld draufgekommen. Ja, 29 Minuten. Oh, haben wir schon 29 Minuten? Ja. Wir sagen, hier ist ein wieder Punkt zum Schneiden, oder? Ja. Gut, dann hoffen wir, euch gefällt das Projekt, ne? Mhm. Und hoffentlich ist beim nächsten Mal der Mario Master auch am Start hier irgendwo. Ich glaube noch nicht. Nee, okay. Ich würde mal sagen, wenn ich richtig einschätze, so ab Part 3 oder spätestens Part 4 werde ich auch dabei sein. Okay. Weil wir müssen was Bestimmtes machen, damit wir das Teamspiel freischalten können. Okay. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, ne? Ja, wenn es heißt Luigi's Mansion 3. Grusel, 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 Grusel. Geld, 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 Geld. Geld, Geld, Geld. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.